Hallihallo, ihr Lieben. Ihr habt abgestimmt. Ich habe euch ja gefragt, was ich mit diesen kleinen süßen Eisbären machen soll. Und da habt ihr abgestimmt, dass ich doch gerne mit beiden eine Karte mache. Und wir machen heute Karte Nummer 1. Ich bin gespannt, ob sie euch gefällt. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also hier seht ihr ja meine kleinen Eisbären, die ich koloriert hatte. Ich hatte sie ja einmal in so einem coolen Grün koloriert. Und einmal in einem megamäßigen Blau. Und ja, ich habe mir jetzt mal überlegt, dass ich wahrscheinlich die zwei Grünen nehme, aber es kann sein, dass ich spontan umswitche und vielleicht doch, weil es farblich passender wäre, diese zwei Blauen, also den hier dann in dem Fall und den kleinen. Und ja, das werden wir jetzt spontan entscheiden. Ich habe mir Folgendes überlegt. Ich möchte gerne eine Winterlandschaft ein bisschen gestalten. Und zwar habe ich eine neue Stanze bekommen. Und zwar die hier von My Favorite Things. Und zwar sind es diese Berge, wo man diese Schneekuppen draufsetzen kann. Die wollte ich schon sehr, sehr lange haben. Und die habe ich mir jetzt hier mal ausgestanzt. Ich habe ja von mir in der Arbeit so Kartenrohlinge. Da war mal einer zu lang, weil ich eine Slimline-Karte machen wollte. Und da hatte ich so ein Stück übrig. Und das habe ich jetzt genommen. Das ist so ein ganz helles Grau. Und habe mir die quasi die Berge in Schwarz ausgestanzt. Und die Kuppen ein bisschen in so einem Grau. Damit sich das ein bisschen abhebt. Und das fand ich eigentlich ganz süß. Das ist unser Kartenrolling. Mit dem werden wir das gestalten. Hier habe ich schon den Rest für die zweite Karte liegen. Die machen wir dann aber separat. Und ja, jetzt habe ich mir so ein Papier zugeschnitten, das ich immer benutze, wenn ich mit Distressoxiden arbeite. Jetzt muss ich gerade mal kurz schauen. Kleiner Moment. Meine Unterlage hatte ich vergessen. Da habe ich ja so eine alte, eigentlich ist es eine Schneidematte, aber die ist schon so verratzt. Oh, die nehme ich immer sehr gerne jetzt hier zum, wenn ich nicht immer gleich meine Glasplatte holen will, nehme ich die sehr gerne zum Wischen, weil die kann ich eben auch abwischen, also nachher sauber machen. Ja, dann habe ich hier den Kartenrolling und dann habe ich mir hier mit einer Stanze, mit einer so einer Slimline-Stanze, habe ich mir so eine Landschaft rausgestanzt. Und das möchte ich gerne als bisschen so versetzt benutzen, als Aufleger, damit die Bäume so ein bisschen davor und dahinter verschwinden, habe ich mir überlegt. Und damit das ein bisschen so seitenverkehrter aussieht, habe ich jetzt das einfach einmal umgedreht. Aber das seht ihr gleich, nur müssen wir die jetzt noch ein bisschen präparieren. Ich habe mir als Farben rausgesucht einmal dieses Ice Sprute. Spruce, ich keine Ahnung, wie man das spricht, wer sich diese Namen ausdenkt, ich weiß auch nicht. Die neue Farbe ist so genial, weil die hat so einen bescheuerten Namen, keine Ahnung, wie man das spricht. Irgendwas mit Lila. Und die habe ich mir für den bisschen, ja, so leicht die Berge, so die vorderen. Und hier dieses Speckled Egg, das finde ich echt eine richtig tolle Farbe für einen Hintergrund. Und das machen wir jetzt als allererstes. Ich werde mir jetzt noch meinen Wolkenstencil holen. Ich habe hier ja so einen Ordner und da habe ich ja, lauter verschiedene Stencils. Ich bin jetzt im Überlegen gewesen, ob ich das so machen soll, aber jetzt machen wir das einfach. Wir sehen ja dann schon, ob es was wird oder nicht. Und zwar habe ich hier Wolken und hier habe ich, auch wenn man so zum Beispiel Gras oder so machen will. Und der ist von, ich glaube, Marianne Design, aber nagelt mich nicht hundertprozentig fest, den habe ich schon eine Weile. Und ich bewahre meine Stencil ja nicht in der Hülle auf, sondern ihr habt es ja gerade gesehen, in so Ordnern. Und ja, das finde ich einfach richtig toll. Und jetzt gehe ich dahin. Und mache mir da einfach ein bisschen so Wolken. Ich möchte es nicht bis ganz unten durchmachen mit den Wolken, weil ja die Berge auch noch kommen. Und dann versetze ich das ein kleines bisschen. Und gestalte mir das hier so ein bisschen. Ihr seht ja, das sieht schon richtig cool aus.
finde, die Farbe ist megamäßig genial. Also das gefällt mir, die gefällt mir echt richtig gut. Jetzt schaue ich mal, wenn ich es so hinlege, muss ich meinen Stencil halt ein bisschen biegen. Muss ich mal gucken, der höchste. Ja, doch, das kann man schon so machen. Ich wollte halt nicht, dass die Karte zu aufregend wird und dass zu viel dann nachher drumrum ist. Wobei, immer wenn man so mit so Stencils oder so arbeitet, bringt man eh schon ziemlich viel Struktur immer rein. Ja, dann mache ich das ganz so ganz unaufgeregt. So, noch ein bisschen, da lasse ich es jetzt schon ein bisschen auslaufen. Also ich werde jetzt nur noch so ein bisschen die Farbe, wo hier so auf dem Stencil liegt, mit benutzen. Und werde gar nicht mehr zurück in mein Kissen gehen. Und schon seht ihr, das wird es einfach ein bisschen heller. Und es ist echt, das ist wirklich eine schöne Farbe. Also für so einen Winterhimmel, der ist ja nie ganz strahlend oder meistens nicht ganz strahlend blau, sondern eher immer so ein bisschen düselig und so. Und von dem her ist das für so einen Winterhimmel, ist das echt perfekt. Also es sieht richtig, richtig schön aus. Das gefällt mir echt gut. Und jetzt haben wir ja hier unsere Schneelandschaft. Und ich möchte ein bisschen gerne in dem Farbton bleiben und habe mir jetzt deswegen dieses Iced Spruce rausgekramt und gehe jetzt von oben her hin und färbt es nur von oben so ein bisschen ein. So ein bisschen intensiver. So. Und dann nehme ich mir so ein Rest Papier und halte das so ein bisschen fest, nicht mit den Fingern, weil das in so einen kleinen, ja, Fettfilm hinterlässt. Und ihr seht, dass das jetzt hier unten ein bisschen heller wird, weil ich wohl vorher meinen Pinsel nicht richtig sauber gemacht habe. Jetzt muss ich da doch dunkler werden. Das ist das Problem, wenn man das nicht richtig sauber macht. Aber das ist nicht gar so schlimm. Ich liebe wirklich diese Stencils. Das mache ich. Also mit den Schwämmchen wische ich unglaublich gerne. Und hier machen wir es jetzt nur ganz leicht. Also das ist echt. Ich komme mit denen besser zurecht als wie mit den normalen von Tim Holtz, diese normalen Dinger. Ich habe den Namen schon vergessen, die Dinger halt. So, dann machen wir das gleich sauber, dass es nicht so antrocknet. Wunderbar. Da geht das immer recht flott. Alles schön sauber machen. Dann schauen wir mal. Wir möchten das jetzt gerne so einsetzen. Und dann setzen wir das so und das so dagegen. Das sieht bestimmt richtig toll aus. Jetzt kommt schon das Tollste. Jetzt kommt das Zusammensetzen von den Karten. Das macht mir immer am meisten Spaß. Ich habe zwar schon immer so ein bisschen eine Grundidee, aber ja. Schauen wir mal, wenn wir das so ein bisschen dazwischen setzen. Da so ein Fuß durchguckt. Das finde ich ganz witzig. Ich glaube, ich mache das tatsächlich jetzt mit dem Blauen, weil ich finde das ein bisschen hübscher als wie mit den Grünen.
Wobei die Grünen geben halt auch einen schönen Kontrast. Bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Nee, ich finde, die Blauen sind schon schöner. Die Grünen machen wir. Ich habe grünes Vellum. Da machen wir mit dem nachher was. Ja, dann an den Kleber. Wir setzen es zusammen. Also zuerst einmal setzen wir uns jetzt die Häubchen hier zusammen. Dann machen wir das einmal. Also ich finde die Stanzen echt toll. Die wollte ich schon so lange haben. Und jetzt habe ich sie mir endlich mal gegönnt. Die standen tatsächlich schon lange auf meiner Liste, auf meiner Wunschliste. Und manchmal, da muss man dann einfach. Ich habe jetzt ein paar Jahre, bin ich da drum rumgeschlichen. Ich glaube jetzt so 2 Jahre oder so. Und ich habe leider nicht das Glück gehabt, die irgendwo zu ergattern in einem Online-Shop. In einem, na, sagt's mir, in einem Flohmarkt-Shop. Da bin ich ja immer sehr gerne. Ups. Entschuldigung. Ich musste niesen. Da schaue ich also tatsächlich immer sehr gerne auf so Flohmarkt. In so Flohmarktgruppen, weil ich finde immer, wenn man das so Schnäppchen machen kann, dann freut man sich und derjenige, der es verkauft, der freut sich auch, dass es in gute Hände kommt und ja, dass es einfach noch weiter benutzt wird, weil ich habe auch einige Sachen schon mal verkauft, weil wenn man es halt eben nicht benutzt, dann ist es halt ja einfach bisschen Vergeudung, wenn das dann da so rumliegt. So, und jetzt werden wir hier quasi unseren Kartenrolling ein bisschen verlängern optisch und dass es auch den gleichen Abstand nach hier oben hat. Und zwar werden wir das untere Teil werden wir mit Schaumstoffklebeband ankleben und hier mache ich es so, dass ich das nur als U anklebe, damit ich einfach noch ein bisschen die Bäume so dahinter schieben kann, damit es quasi hier oben lockerer ist. Und das setzen wir jetzt so dagegen. Und zwar mit 3D-Klebeband. Da muss ich auch mal schauen. Ich habe das mal gesehen. Da gibt es so riesige Rollen. Die sind wirklich so groß. Da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwo herkriege. Das wäre tatsächlich sensationell, weil das würde sich bei meinem Verschleiß echt lohnen. Ich habe irgendwie einen Narren dran gefressen, das alles mit so 3D-Klebepads zu machen. Ach, Moment. Wo ist meine Schere? Hier. Und ich nehme auch tatsächlich immer die gleiche Schere für diese 3D-Geschichte, weil das doch immer sehr stark die Klebereste sind. Und dann habe ich quasi nur eine, die ich mir sozusagen einsaue und die ich dann nachher fertig, also wieder runterkratzen muss. Ich habe jetzt da aber so ein cooles Teil bekommen und mit dem funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Vom Action ist das so ein Klebelöser. Und ja. Da teste ich das, weil das hier ist eigentlich schon so, das ist eigentlich schon so eine Schere, wo so ein bisschen wie beschichtet ist. Ich hatte mal eine richtige Teflonschere und die war total für den Arsch. Ich muss es euch direkt so sagen. Die ging mal überhaupt nicht. Da ist das Zeug noch mehr hängen geblieben als wie auf einer normalen. Also ich glaube, da habe ich eine richtige Sonntagsproduktion erwischt damals. So, und jetzt schaue ich einfach, dass ich ungefähr unten den gleichen Abstand hier habe wie oben. Und dann haben wir quasi optisch unseren Kartenaufleger ein bisschen verlängert. Ja, und jetzt kommt das Schöne. Das Schöne. Jetzt müssen wir unsere Karte zusammensetzen. Und jetzt, da ich das ja hier oben aufgelassen habe, habe ich halt einfach immer noch die Möglichkeit, das ein bisschen zu verschieben. Und jetzt schaue ich gerade, ich weiß, ich setze jetzt wieder anders zusammen, aber ich muss ein bisschen, möchte ich das mir noch
So gefällt es mir nämlich zum Beispiel auch sehr gut. Also so entstehen meine Karten total irrsinnig. Ich lege mir das immer hin und dann denke ich mir, ach ja, so machst du das. Und dann beim Machen denke ich mir, ach, das wäre aber so auch und so und so. Und dann wird es nachher wieder ganz anders. Deswegen ist es immer sehr schwierig, das vorher tatsächlich zu sagen, wie meine Karten werden. So. Aber ich denke, so ist es eine ganz gute Idee. Und so haben wir auch die Höhenunterschiede ein bisschen. Und ich klebe das jetzt mit Absicht nicht hinten an, sondern wirklich nur da vorne. Und der hintere, der kommt ja durchgeschoben, den kann ich komplett ankleben. Dann habe ich immer noch so einen kleinen Effekt. Und ich finde, das sieht jetzt mit den Wolken ganz gut aus. Na, vielleicht klebe ich es doch an. Seht ihr? Das ist jetzt auch wieder sowas. Nein, ich klebe das nicht an. Da haben wir einen Effekt. Ach, ich glaube, ich klebe es jetzt doch an. Mal schauen. Nee, oder setze ich denn hier her? Uah, es fängt schon wieder an. Es fängt schon wieder an. Ich glaube, es geht schon wieder los. Das ist schrecklich. Der ist mir zu groß. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt fängt sie auch noch an zu singen, ihr Lieben. So, das ist passiert. Ich habe es jetzt hinten ran gesetzt. Es ist passiert. Aber hier haben wir jetzt nämlich noch schön Platz für einen tollen Spruch. Und jetzt schauen wir mal, was unser Stempelset denn hergibt. Hier sogar noch liegen, jawohl. Was gibt unser Stempelset denn her? So, ich denke, wir machen Heatherberry Foot Birthday. Good Birthday. Das machen wir. Weil Geburtstagskarten braucht man immer. Und es gibt ja auch Menschen, die im Winter Geburtstag haben, so wie ich. Ich habe auch im Winter Geburtstag. Und das passt hier so richtig schön rein. Aber ich bin jetzt noch mal am Überlegen. Wartet mal kurz. So, ich habe jetzt wieder spontan eine andere Idee gehabt. Und zwar habe ich mir jetzt mein Happy genommen. Das ist so eine Schriftstanze. Und habe mir die jetzt in Schwarz ausgestanzt. Und dass das dann noch quasi ein bisschen mehr Pfiff kriegt. Möchte ich das jetzt so drauf machen, Happy. Und dann werde ich mir das hier abkleben. Ich werde mir jetzt einfach ein Kreppklebeband nehmen und werde das Have abkleben und habe dann nur Berry Good Birthday. Und dann Happy Berry Good Birthday. Das passt dann, glaube ich, ganz gut. Und dann werden wir das jetzt mal versuchen aufzu. Bringen. Genau, ganz wichtig ist, dass ihr, bevor ihr das hinstempelt, das wieder abzieht, falls da was hängen bleibt. Und dann könnt ihr das hier so aufbringen. Yay, very good birthday und dann happy. Yes, das passt, das gefällt mir, das machen wir so. Es wäre jetzt auch besser gewesen, ich hätte das vorher drauf gemacht und dann erst das zusammengeklebt. Das fällt mir aber meistens immer erst hinterher ein, weil dann könnt ihr das einfach, auch wenn ihr das dann in eure Stempelhilfe oder so einlegt, dann könnt ihr das auch mehrmals stempeln. Dann wird es ein bisschen satter, aber für mich ist das jetzt okay, weil ich habe ja auch schwarze Stempelfarbe genommen und da gibt es ohnehin dann schön. Schöne Farbabgabe, aber wenn ihr jetzt mit hell
hellblau oder so zum Beispiel gestempelt hättet, dann hätte es wahrscheinlich nicht ausgereicht. Dann hättet ihr das 2-3 Mal stempeln müssen. Und ja, so könnt ihr das jetzt nämlich hier schön dazusetzen. Und dann sieht es richtig cool aus. So sieht das ein bisschen hübscher aus. Das hat mir jetzt noch ganz gut gefallen, so ein bisschen als Abschluss. Ja, und dann geht es noch ein bisschen ans Verzieren. Ich werde da jetzt gar nicht mehr so arg viel machen, weil ich ja finde, dass die Karte an sich schon sehr, sehr cool ist und wirkt. Ich habe jetzt hier noch meinen Wink of Stella und da werde ich jetzt einfach noch ein bisschen den Schal ein bisschen von denen beglittern. Und dann gehe ich hier auch noch mal über dieses Happy ein bisschen drüber. Also das ist etwas, das liebe ich, so mit solchen kleinen Dingen noch so Akzente zu setzen. Ich hoffe, ihr, ja doch, ihr könnt es sehen hier. Und hier habe ich den Schal jetzt noch ein bisschen beglittert. Was ich jetzt noch mache, ich habe hier so Nuvo Drops und die werden so ein bisschen, ja, glitterdurchsichtig und da werde ich jetzt noch ein bisschen, ich mache das immer erst so, so an der Seite. Und schon ist die Karte fertig. Jetzt nehme ich immer noch meine Pinzette und haue so von unten ein bisschen dagegen. Dann legen sich die Nuvo Drops ein bisschen schöner hin, wobei das machen sie eigentlich echt schon ganz gut von alleine. Und fertig ist sie. Schon haben wir die erste Karte fertig. War jetzt ein bisschen, weil ich es mir wieder 500 Mal anders überlegt habe, ein bisschen chaotisch, aber das kennt ihr ja von mir. Aber so ungefähr, finde ich, sieht es doch ganz süß aus. Und jetzt haben wir ja noch viele von diesen Bärchen übrig. Also wir werden auf jeden Fall noch eine Karte zusammen machen. Ganz klar die grüne, da muss ich mal schauen. Die möchte ich gerne im Slimline-Format machen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob sie euch gefällt. Ich finde das richtig toll, wie das hier so funkelt mit diesem Wink of Stella. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.